Hallo Svenja, Yachtschule Eichler mit unserer kleinen Serie so Handling von Leinenarbeit an Bord. Mit ein paar Hinweisen zum Belegen von Leinen auf Klampen und mit einem Manöver, was wir hier sehr gerne benutzen, um längsseits zu gehen. Dazu setzen wir uns nämlich als Manöverleine eine Leine auf die Mittelklampe, die dann zur Vorspringen wird. Die hat dann die gleiche Funktion wie eine Vorspring, die über die Vorderklampe gefahren wird. Nur, dass wir sie hier an der dicksten Stelle des Bootes vorbereiten und damit kurze Wege haben und uns vor allem die Optionen offen halten, dass man sie auch auf relativ kurzen Wege von Bord aus auf eine Klampe zum Beispiel werfen kann, wenn man keine Hilfe am Steg hat, beziehungsweise wenn man aus irgendwelchen Gründen vermeiden möchte, dass eine Person übersteigt. Also geht los damit, dass wir uns überlegen, wie muss diese Leine laufen. Zum einen führen wir sie schon mal außen um den Relingsdraht rum. Zum anderen kann ich mir auch überlegen, wenn ich ein sehr langes Leinenbündel habe, was weiß ich, 20 Meter Leine, dann weiß ich jetzt schon, dass ich keine 20 Meter Leine an Land brauche. Dann kann ich mich entscheiden, von diesen 20 Metern einfach schon mal die Hälfte an Bord zu lassen. Zum Beispiel so, indem ich es halt unter der Reling raus durchführe, hier beiseite lege und meine Leine dann auf der Hälfte nur vorbereitet. Das macht dann weniger Stress im Dichtholen der Leine und insgesamt im Handling. Je weniger Leine ich da durchziehen muss, desto besser. So, dann überlege ich mir, in welche Richtung wird dann nun diese Leine später laufen, wenn sie belegt ist am Steg. Ich habe ja gesagt, wir wollen in die Leine fahren wie in eine Vorspring. Und das bedeutet, wir fahren unser Schiff vorwärts und die Klampe am Steg, die wird ein Stück achter ausliegen. Das heißt, die Leine soll so geführt sein, dass sie gleich die richtige Laufrichtung hat. Sie kommt von Achtern auf unsere Klampe. Ich belege sie einmal längs, einmal über Kreuz und dann mit einem Kopfschlag. Und bereite sie dann so vor, dass ich sie werfen kann, indem ich sie auch hier wieder, wie beim Aufschießen, in saubere Buchten lege. Und ich führe das freie Ende auch einmal unterm Relingszaun durch. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Entweder lässt man sie lose liegen und ist sich sicher, dass sie nicht im Wasser landen wird, immer unschön bei Leinen, wenn die Maschine läuft. Oder man stellt sich auf das freie Ende drauf. Das ist auch so ein bisschen heikel unter Umständen, wenn sie dann rollt und eine Stolpergefahr darstellt. Oder man bekneift sie vielleicht hier einfach mit der Flanke des Fußes und sichert sich so behelfsmäßig. Und dann sortiert man sich die Buchten, die man auf der Hand hat. Entweder indem man einfach das Bündel teilt oder vielleicht sogar eine Bucht fallen lässt, wenn man etwas mehr Weg zur Verfügung haben will. Und positioniert sich hier so am Wand. Hat auch immer irgendwie den Charme, dass man sich im Zweifel sichern könnte. Arm rund ums Wand. Und in der Anfahrt zur Klampe hat man dann die Möglichkeit, die Klampe mit einer Wurfbewegung, die wie so ein A verläuft, einzufangen. Das sei jetzt mal unsere Klampe, die Flasche. Und dann kann ich übers Horn langsam meine Leine einholen, langsam und kontrolliert. Und ich kann zum Beispiel meinem Rudergänger dann melden, dass die Leine fest ist, indem ich sie einmal über Kreuz aufs Horn lege und nach senkrecht oben ziehe. Das ermöglicht mir tatsächlich, so ein Boot in langsamer Fahrt zu halten. Niemals sollte da ein Finger zwischen sein, natürlich, oder eine Hand. Aber so kann man die Leine festmelden und so kann man sie dann aber auch belegen und belegt melden. Und der Rudergänger sollte stets darauf achten, dass wirklich diese Meldungen erfolgen und dass keine Last auf der Leine ist, solange an der Leine gearbeitet wird. Wichtig, weil ihr euch da schwer verletzen könnt. Andererseits sollte der Rudergänger darauf achten, langsam in solche Leinen einzufahren. Das heißt, dem Boot vielleicht kurz Gas zu geben, wirklich nur eingekuppelt, damit es in eine Vorwärtsbewegung kommt. Langsam in diese Leine reinlaufen. Und wenn es dann notwendig ist, aufgrund von zum Beispiel viel Wind oder viel Strom, die am Boot stehen, dann erst mit der Motorleistung hochgehen und das Boot stabilisieren,
wenn die Leine auf Zug ist. Niemals wirklich mit Volldampf in eine Leine reinfahren. Das beschädigt entweder eure Klampe am Steg oder eure Klampen auf dem Boot selber, die Beschläge auf dem Boot selber, oder es birgt eben entsprechende Verletzungsgefahren. So, das ist das Manöver, was ich sehr gerne mag. Da kann man mit der Leinenlänge spielen und der Rudergänger kann es so nutzen wie eine Vorspring, die von der Vorklampe läuft, aber alle Wege zum Steg hin sind eben viel kürzer, als sie von der Vorklampe aus wären. So, jetzt noch ein Wort zum Thema Palsteg oder nicht Palsteg, Auge oder nicht Auge auf dem Ende der Leine. Wir haben am liebsten und nutzen an sich auch durch die Bank und ausnahmslos den Kopfschlag. Das heißt, wir belegen die Leine und machen einen Kopfschlag und dann ist schön, weil nämlich wir damit vermeiden oder möglichst vermeiden, dass irgendwas unklar kommen kann, wenn wir die Leine wieder lösen. Natürlich ist es auch möglich, dass man einen Palsteg macht, aber wenn ich den dann durchlaufen lasse durch die Klampe, dann habe ich da möglicherweise irgendwas, was ich verheddern kann, und das will ich vermeiden. Es kann natürlich eine Lösung sein, wenn man jetzt wirklich viele Leinen auf eine Klampe setzen muss, legen möchte, und die Klampe einfach begrenzt Platz bietet, einen Palsteg zu knüpfen oder ein Auge zu haben und hier unten durchzunehmen durch den Fuß der Klampe und das Ganze umzuklappen. Damit spart man Platz. Machen wir eben, wie gesagt, nicht gerne, weil wir eben lieber Leinen so belegen, dass wir sie, egal von welcher Seite, auch schnell wieder loswerfen können. Aber trotzdem ein Tipp für die Ostseesegler unter euch, die mit Heckfehlen arbeiten. Ich komme selber irgendwann mal von der Ostsee und da steht man irgendwann dann auch mal an Heckfehlen, die einen ziemlich großen Durchmesser haben, so Stichwort Olpenitz, alter Marinestandort. Da mache ich das dann immer so, dass ich tatsächlich meinen Palsteg knüpfe mit einer Armlänge. Eine Armlänge ist bei mir so ungefähr 1,70. Palsteg drauf. Dann kann ich mir in den allermeisten Fällen ziemlich sicher sein, dass das Ding auch über den Pfahl passt. Und wenn er denn mal nicht rüber passt, dann kann ich mir helfen, das ist irgendwie auch naheliegend, aber man kommt dann eventuell nicht drauf, indem ich einfach die Leine durchstecke und dann habe ich ein beliebig großes Auge und dann passt es auch wieder. Das einfach mal so als Lösung für die klassische Ostsee-Liegeplatz-Situation. Und dann noch ein weiterer Hinweis zum Thema Festmachen an Ringen. Das ist immer so ein bisschen sperriger, als wenn man eine schöne Klampe findet. Bei uns am Steg haben wir hier tatsächlich auch Ringe mit Leinen, die auch da bleiben, wenn wir mit den Schiffen unterwegs sind. Da ist es schöner, als einen Palsteg zu machen, ist es, Rundturns und halbe Schläge zu machen. Ihr seht das jetzt hier im Vergleich. Mit unseren festen Leinen sind es Rundturns und halbe Schläge. Und hier der Palsteg im Gegenzug läuft lose durch, der kann scheuern. Auch die Bruchlast ist schlechter, als wenn wir die Rundturns machen. Also ist da die schönere Lösung auch für viel Wind und Belastung auf der Leine, dass wir durch den Ring gehen. Anderthalb Rundturns und zwei halbe Schläge. Das Ganze sitzt gut, hält auch Zug entsprechend stand, kann nicht scheuern und ist auch vor allem leicht wieder zu lösen. Das Gleiche könnt ihr dann auch nutzen, wenn ihr zum Beispiel an Mooring-Bojen geht, die Ringe haben, entsprechend zu festmachen. Wenn ihr zum Beispiel in den Nordostseekanal fahrt, dann habt ihr Schwimmschläge, die auch Ringe montiert haben, wo ihr Ringe vorfindet. Da ist es dann unter Umständen sperrig, ewig viel Leine, Stichwort nur so viel Leine rausgeben, wie ihr braucht. Ewig viel Leine festzumachen ist da unschön. Da kann man einfach auch hergehen und erstmal sagen, ich will fest sein. Ich gehe mit dieser Leine meinetwegen auch so als Bucht, wenn sie zu lang ist, einmal durch. Ich gehe ein zweites Mal durch und halte sie auch hier senkrecht. Dann hat sie hier Reibung und man kann das Boot halten. Je öfter ihr durchgeht, desto besser natürlich. Und dann könnt ihr die Lose auf der Bootseite rausholen. Dann derjenige, der die Klampe an Bord bedient, nimmt dann die Lose raus. Und ihr seht erstmal zu, dass das Boot fest ist. Wenn ihr nicht so viele Hände habt und weiterlaufen müsst, könnt ihr euch ja dadurch behelfen, dass ihr sie einmal so festsetzt, einmal durchziehen auf Slip
und für einmal erstmal festmachen, ist das dann die Notlösung. Und dann könnt ihr Zug um Zug die Leinen schön machen, wenn das Boot still liegt und überhaupt erstmal an vier Ecken festgebunden ist. Das so als Tipp zum schnellen Festmachen an Ringen. Ist einfacher, als wenn ihr da 20 Meter durch den Ring zieht und dann auf Slip zurückgeht. Ja, Stichwort, weil ich es gerade sage, auf Slip zurückgehen. Das kennt ihr sicherlich auch. Das heißt, ihr kommt vom Schiff. Ihr geht durch einen Ring. Jetzt habe ich eben hier die ganze viele Leine, ne? Und ihr geht zurück. Und dann habt ihr die Leine auf Slip geführt. Und auch da ist es dann schön, wenn ihr es genau anders macht, als ich es jetzt mache. Ihr das lange Ende erstmal unten hinlegt, im ersten Part, dann durch eure Klampe, durch euren Ring geht und mit dem kurzen Ende wieder zurückgeht, dann habt ihr es nämlich gleich so vorbereitet, dass ihr beim Ablegen das kurze Ende loswerfen könnt und die Leine schnell einholen könnt. Und dann geht das auch schnell und einfach und ohne Kinken und Haken und Ösen bei der Leinenarbeit. Also bis dann, viel Spaß!